Ein Sozialticket für die Metropolregion Nürnberg. Eine wunderschöne Idee. Ein Sozialticket zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs in Nürnberg. Eine gute und schöne Idee, die, so hoffe ich, bald Wirklichkeit werden wird in der Stadt der Menschenrechte Nürnberg. Willkommen. Mein Name ist Andreas Klamm, Journalist, Herausgeber, Gründer von Radio TV IBS Liberty im Jahr 1986 und von GHL Sozialmission und IFN International Family Network D734. Ich unterstütze die Einführung eines Sozialtickets in der Metropolregion Nürnberg. In Deutschland gibt es mehr als 12 Millionen erwerbslose Menschen, die bei allen Bemühungen keinen Erwerbsarbeitsplatz finden können, der sozialversicherungspflichtig ist und der ein Einkommen, Lohn und Brot sichert, die in ausreichender Höhe gewährleistet sein könnten. Diese Menschen strengen sich an. Es gibt viele weitere Menschen, die in Armut in Deutschland leben, beispielsweise chronisch Kranke, behinderte Menschen, Kinder, Jugendliche und auch Rentner. Und daher sage ich, ja, wir brauchen das Sozialticket in Nürnberg, in Neuhofen, in Speyer am Rhein, im Rhein-Pfalz-Kreis, in Ludwigshafen, in Mannheim und eben, wie schon bereits erwähnt, auch in der Metropolregion Nürnberg. Sozialticket jetzt. Dazu gibt es wunderbare und schöne Informationen auch auf einer Webseite des bündnis-sozialticket.de. Dort finden Sie auch eine Unterschriftenliste, die Sie mitzeichnen können. Viele Menschen wünschen sich zu Pfingsten die Erfahrung machen zu können, dass Gott der Herr seinen Heiligen Geist senden möge und in unsere Herzen einkehrt und Liebe in Deutschland erfahrbar und erlebbar macht. Ich glaube, wenn wir etwas Solidarität in der Tat und Wahrheit den Menschen schenken, denen es aus welchen Gründen auch immer finanziell, wirtschaftlich, materiell in Deutschland nicht so gut geht, dann können wir diese Liebe Gottes, die mit dem Heiligen Geist gesendet wird, für viele Millionen Menschen in Deutschland erlebbar, spürbar und erfahrbar machen. Was um alles in der Welt hat das Sozialticket für die Metropolregion in Nürnberg mit der Bibel oder mit einem Schöpfergott, mit Gott dem Herrn, der alle Dinge, die Himmel und die Erde geschaffen hat, alle Geschöpfe, alle Menschen, alles, was darin ist. Ein Blick in das Neue Testament genügt. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. So steht es im ersten Brief Johannes, Kapitel 3, Verse 17 bis 18 im Neuen Testament in der Bibel. Wem das zu neu ist im Neuen Testament, der kann auch einen Blick in das Alte Testament wagen. Und auch dort steht eindeutig der Hinweis für die Hilfe zu leisten für Menschen, die bedürftig oder arm im Land sind. Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Zu finden in Sprüche Kapitel 14, Vers 31 im Alten Testament in der Bibel. Wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über den Armen. Sozialticket jetzt für die Metropolregion Nürnberg. Eine wunderschöne Idee, die, so hoffe ich, bald Wirklichkeit werden wird, damit die Menschen in Not in der Metropolregion Nürnberg und Menschen, denen es aus welchen Gründen auch immer finanziell nicht so gut geht, bald das Sozialticket in Anspruch nehmen können. Wenn Sie die Idee auch gut finden und Ihre Stimme dafür erheben wollen, dann ist das möglich und wir senden Ihren Beitrag bei Radio TV IBS Liberty. Sie können anrufen Tag und Nacht rund um die Uhr und Ihre Nachricht aufsprechen für die Hörer und Zuschauer von Radio TV IBS Liberty. Telefon 0911-308-44-48371. Anrufen, Ihre Stimme aufsprechen für die Einführung des Sozialtickets in Nürnberg.
Ich sage danke. Die Leitung ist 24 Stunden täglich erreichbar. Solidarität ist möglich in Deutschland. Solidarität ist wichtig für die Menschen in Deutschland. Und Solidarität und gemeinsames verantwortliches Handeln kann helfen, Not und Leid in Deutschland mitten im Herzen von Europa zu lindern. Daher bitte ich Sie, die Idee für ein Sozialticket in der Metropolregion Nürnberg zu unterstützen. Weitere und ausführliche Informationen finden Sie auch bei www.regionalhilfe.de Sozialticket-Nürnberg. Und noch einmal ein Hinweis auf die Seite des Bündnis Sozialticket, ein Sozialticket für die Metropolregion Nürnberg, finden Sie im Internet bei www.bündnis-sozialticket.de. Noch einmal die Adresse zum Mitschreiben: http://bündnis-sozialticket.de. Dort finden Sie auch eine Unterschriftenliste zum Mitzeichnen, damit auch Sie aktiv sich engagieren können und handeln können für die Einführung des Sozialtickets in Nürnberg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, vielen Dank für Ihre freundliche Unterstützung. Ich bitte noch einmal, rufen Sie an 0911 308 44 48 371 und sprechen Sie auf Ihre Meinung, Ihre Stimme für die Einführung des Sozialtickets in Nürnberg. Das war eine Gemeinschaftsproduktion von Radio TV IBS Liberty von GHL Sozialmission in Neuhofen in der Pfalz, von IFN International Family Network D734 und von regionalhilfe.de. Verantwortlich für die Produktion von Radio TV IBS Liberty ist Andreas Klamm, Journalist. Postfach 1113 in 67137 Neuhofen in der Pfalz bei Ludwigshafen am Rhein, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Alternative Telefonnummer 06236 41 68 02. Weitere und ausführliche Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Radio TV IBS Liberty seit 1986 finden Sie auch im Internet bei www.radiotvinfo.org, www.radiotvinfo.org oder bei www.ibstelevision.org, www.ibstelevision.org.